Ja, Freunde, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Review hier bei Gamers Gear. Und heute schaue ich mir mal ein neues Kondensatormikrofon von Audio-Techniker an. Ist eine Mittelklasse-Budget, also für 100 bis 130 Euro bekommt man das. Und was es alles kann und ob das auch richtig gut für Podcasting und Streaming ist, das finde ich im Video für euch raus. Umfang des Audio-Technica ATR 2500X USB Kondensatormikrofons haben wir natürlich ein bisschen Papierkram, Quickstarter Guide und so weiter. Dann natürlich das Audio-Technica Mikrofon dazu, nicht schlecht, so eine Art Tripod, um das Mikrofon natürlich dann auch auf dem Tisch aufzustellen. Dann haben wir extra noch dabei, falls man den Tripod nicht benutzen möchte, ein Multimount für Mikrofonarme, um das Mikrofon dann natürlich auch daran zu befestigen. Und zwei Kabel, um die Konnektivität nochmal ein bisschen zu erhöhen. Einmal USB-C zu USB-A und dann nochmal USB-C zu USB-C. Die Kabel sind beide 2 Meter lang, um das Mikrofon dann auch ordentlich mit dem Rechner verbinden zu können. Vom Design und von der Verarbeitung kann ich sagen, dass das Audio-Technica wirklich sehr, sehr qualitativ hochwertig sich anfühlt. Ist alles schön in einem ordentlichen Edelstahl verbaut. Man hat hier sich für ein klassisches schwarzes Design entschieden. Hat natürlich aber auch durch diese Verarbeitung ein ordentliches Gewicht, was wieder von Qualität zeugt. Wir haben hier vorne das Audio-Technica-Logo, dann natürlich hier so eine kleine LED, die anzeigt, wenn das Mikrofon in Betrieb ist. Ein 2-Volume-Button für lauter und leiser, denn wir haben nämlich die Möglichkeit, hier über diesen 3,5 mm Klinke-Ausgang natürlich die Kopfhörer anzuschließen. Da hat man direktes Monitoring darüber. Wenn man das Mikrofon auf die Unterseite dreht, hat man natürlich hier dieses große Gewinde. Mit dem USB-C-Anschluss ist auf jeden Fall im Jahr 2020 ein Muss. Und auf der Rückseite sieht es im Prinzip fast aus wie vorne, nur halt ohne Knöpfe. Ja, ist vom Design her ganz cool. Und da schauen wir uns mal an, was hier noch dabei ist. Wir haben ja hier den Tripod. Es muss natürlich auch ordentlich auf dem Tisch stehen. Deswegen die Montage und der Aufbau von dem Tripod ist natürlich wirklich sehr, sehr leicht. Man klappt hier die Sache einfach aus, spreizt das Ganze und kann sich das dann einfach auf den Tisch stellen. Ist mit einem nicht so hochwertigen Kunststoff hier zusammengebaut. Ich weiß jetzt nicht, also das ist ganz im Gegenteil zu dem Mikrofon in einer eher minderen Qualität. Steht auch nicht allzu fest auf dem Tisch, finde ich persönlich mega schade. Man hat zwar hier diese Anti-Rutsch-Pads unten dran, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die bringen halt einfach gar nichts. Ja, ansonsten trotzdem, Montage ist super einfach. Man dreht hier dann einfach das Mikrofon auf das Gewinde auf. Und im Endeffekt hat man jetzt hier das Mikrofon an diesem Tripod dran. Dann klappen wir das Ganze aus, zack. Und schon steht das Mikrofon auf dem Tisch und kann hier hin und her bewegt werden. Man hat ja hier so eine kleine Schraube an der Seite, um die Position des Mikrofons festzuhalten. Ich muss sagen, ist jetzt nicht das stabilste, aber man kann hier auch mit einem Schlitzschraubendreher nochmal nachziehen, falls es locker wird. Also reicht vollkommen aus, ist aber nicht die optimale Lösung. Ja, also von der Technik her ist es wirklich ein sehr, sehr gutes Mikrofon. Es ist ein seitlich ausgerichtetes Kondensatormikrofon. Das heißt, man muss von vorne bzw. von der Seite reinsprechen und nicht von oben. Das macht das Ganze natürlich auch durch die nierenförmige Richtercharakteristik sehr, sehr gut. Denn das Mikrofon nimmt von vorn viel auf und von hinten super wenig. Das heißt, wenn du gerade redest, wenn du im Podcast bist und nebenbei was an der Tastatur machst, wenn du streamst, nebenbei zockst und mit deinem Chat kommunizierst, nimmt es von deiner Stimme sehr, sehr viel auf und von den Hintergrundgeräuschen, von der mechanischen Tastatur, von der Tastatur, die du zum Zocken benutzt, wirklich sehr, sehr wenig. Und das macht es für mich zu einem richtig guten Mikrofon. Wie ihr seht, haben wir hier die blaue LED-Anzeige, die
anzeigt, dass das Mikro jetzt an ist. Natürlich haben wir hier die Möglichkeit, nochmal über den 3,5 mm Audioeingang noch andere Kopfhörer zu verwenden. Das heißt, man kann sich selbst hören und weiß, wie laut man gerade redet, wie man sich gerade anhört, und das ist immer ganz gut. Einziger Nachteil dabei ist es, man kann es wirklich nur im Windows ausstellen, und das, finde ich, ist ein bisschen suboptimal gelöst. Ansonsten haben wir hier noch integriert einen Digital to Analog Converter. Bedeutet, das digitale Signal wird in ein analoges Signal umgewandelt, und dadurch wird die Audiospur nochmal gerade gezogen, gestretched. Man erreicht dadurch natürlich viel höhere Frequenzbereiche, was natürlich auch höhere Stimmen wirklich sehr klar darstellen lässt. Und man hat überhaupt keine Probleme, kein Knarren, kein Knacksen, kein Pfeifen, kein Zischen. Also man braucht hier auch keinen extra Popschutz. Das Mikrofon ist wirklich dadurch sehr, sehr balanced. Und von der Stimme her hört sich das auch wirklich sehr, sehr klar an. Und da möchte ich mit euch jetzt mal den Soundtest machen. Und so hört sich jetzt das Mikrofon an, ohne irgendwelche Einstellungen. Ich rede jetzt hier von vorne, kann jetzt meinetwegen hier hinten mal ein bisschen mit der Tastatur schreiben. Wird jetzt nicht so sehr aufgenommen wie meine Stimme. Ich kann jetzt mal auch das Mikrofon drehen, denn es ist ja eine seitliche Charakteristik. Man merkt dann auch, meine Stimme wird sehr, sehr leise, da es von hinten nicht so viel aufnimmt. Also eine nierenförmige Richtercharakteristik, das meine ich damit. Von oben ist es jetzt auch nicht so extrem, und von vorne hört sich das Ganze natürlich am besten an. Ja, und mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich finde das vom Klang her wirklich sehr, sehr angenehm. Auch wenn ich ein bisschen weiter weg sitze, hört sich das Mikrofon noch ganz gut an. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Sound von dem Mikrofon findet. Ja, ihr habt ja jetzt gehört, das Mikrofon ist auch kompatibel mit Windows, mit Mac, natürlich auch mit USB-C am Handy nutzbar. Das heißt, wenn du unterwegs mal eine Podcast-Aufnahme aufnehmen willst, kannst du das schnell mal an dein Handy dran stecken, wenn du USB-C an deinem Handy hast, oder natürlich an den Laptop. Das ist halt ganz gut, dadurch, dass der Tripod dabei ist und das Mikrofon nicht so schwer ist und wirklich handlich, kann man das überall mit hinnehmen, ist also wirklich multikompatibel einsetzbar für Podcasts, für Streaming, finde ich richtig klasse. Was mich an dem Mikrofon so ein bisschen stört, ist, dass man hier nur einen Volume Up und Down hat, keinen extra Mute-Button, das heißt, man muss über die Software oder eben dann über deine Programme, deine Streaming-Programme, muss man dann das Mikrofon muten, ist leider nicht on the fly einstellbar. Auch die Möglichkeit, dass man sich hier selber hört, ist zwar ganz nice, aber man muss es auch wieder im Windows so einstellen, dass man sich nicht so laut hört und nicht so leise, und muss das wieder einstellen und das mit dem Sound dann wieder abstimmen. Und das ist meiner Meinung nach ein bisschen umständlich. Da hätte man sich hier auch ein paar Monitoring-Knöpfe noch an dem Mikro überlegen können. Aber ansonsten, für den Preis von ungefähr 100 bis 130 Euro ist das ein sehr, sehr gutes Mikrofon und schon eine erweiterte Version eines Einsteiger-Broadcasting-Mikrofons. Ansonsten vom Fazit auch nochmal die positiven Seiten ist natürlich, dass man hier einen super geilen Sound hat. Es hört sich sehr, sehr gut an. Man kann es überall mit hinnehmen, ist multikompatibel. Man hat die verschiedenen Kabel dabei, um das wirklich auch an verschiedenen Geräten anzuschließen. Ansonsten vom Design her gefällt mir das Mikrofon ganz gut und für den Preis auf jeden Fall ein richtig gutes Mikrofon. Ansonsten schaut euch mal das Mikrofon an. Das Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Und klar, von mir auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Gefällt mir sehr gut. Was mir nicht so gut gefällt, beziehungsweise was mir noch fehlt, ist auch eine Tragetasche. Ja, wenn man schon einen Tripod hinzufügt und das Mikrofon wirklich, ja, portable macht in dem Sinne, wäre natürlich eine Tragetasche noch ganz cool gewesen, aber ist jetzt auch nicht so die Welt. Jeder hat wahrscheinlich irgendwo noch mal eine gepolsterte Tasche zu Hause, um das Mikrofon einzupacken. Aber wäre halt ein gutes Plus gewesen, hätte mir natürlich auch sehr gut gefallen. Ansonsten, ja, schade, dass der Tripod ein bisschen wackelig ist, aber von der Qualität her Mikrofon super. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Video findet, wie ihr das Mikrofon findet. Ansonsten lasst mal ein Like da auf dem Video, wenn es euch gefallen hat, ein Abo, um keine Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Reviews. Bis dahin, macht's gut und tschüss.